Hallo Freunde, nach da bin ich wieder, euer Sadu mit einer neuen Folge Imperator Rom, wir sind Sachsen. In der letzten Folge haben wir Kriegsvorbereitungen getroffen, dann eine Festung zerstört, wo wir dachten, wir brauchen die nicht mehr, aber so wie es ausschaut, brauchen wir die nur doch noch. Wir sind nämlich nicht mehr mit Fossa verbündet, sondern jetzt mit Herulien, weil wir hier die Markomannen angreifen wollen. Genau. Und ich habe schon mal reingeschaut und da ist uns ein absoluter Lapsus unterlaufen. Ich war der festen Meinung, wir hätten einen Kriegsgrund gegen die Markomannen durch die Mission. Aber wir haben ja mittlerweile schon weite Gebiete erobert und wir haben gar keinen Kriegsgrund mehr. Das ist der richtige Super-GAU jetzt. Das heißt, wir müssen erstmal noch versuchen, hier einen Kriegsgrund zu fingieren. Wir werden es mal über zwei Seiten versuchen. Erstens geht man da einmal hier drauf, Spionageaktion, Anspruch fingieren, Provinz Schamawa, was? Schamawien. Die zwei Gebiete sind das hier. 488, 2 Jahre. So ein Scheiß. Jetzt die Söldner aufzulösen, das wäre aber auch der absolute Wahnsinn. Wir haben da 100 Gold investiert. Das wäre Quatsch. Und die zweite Möglichkeit ist es, über die Regierung Kriegsrat einberufen. Ruft alle 10 Jahre einen Kriegsrat ein. Nach einer mehrtägigen Reise haben sich die stolzen Mitglieder des sächsischen Kriegsrats in Usingen versammelt und über die Kriegsführung gegen neue Feinde zu diskutieren. Über einen breiten Tisch gelehnt überlegen hier Abwald, bekannt als wichtigste Militärstrecke unserer Nation, Ingbald, ein bodenständiger und angesehener Berater, und Ingraug, ein Berater von zweifelhaftem Rang, wie sie weiter vorgehen sollen. Beleidigungen werden einander an den Kopf geworfen, während unsere Berater mit Geschick täuschen und ablenken, wo es nur geht, wobei jeder seine Fähigkeiten im politischen Diskurs offen versucht zu zeigen. Letztendlich kann kein Kompromiss gefunden werden und wir haben drei unterschiedliche Meinungen. Abwald möchte Krieg mit Langobardien, Ingwald mit Markomannien und Ingraug mit Phocien. Wahrscheinlich hätten wir uns das alles sparen können, ja, mit diesem Anspruch fingieren. Aber, naja, hätten wir mal zuerst den Kriegsrat einberufen. So, wer will jetzt hier Krieg gegen die Markomannen? Ingbald. Er hier. Ingbald Tancred. Derjenige, der auch illoyal ist, sehe ich gerade. Klasse. Langobardien hier. Naja, das Gute ist, er würde halt Loyalität dazu gewinnen, die anderen beiden natürlich Loyalität verlieren. Dann wären die anderen beiden, na, er vielleicht doch nicht hier, Arbwald Marbodes, aber er hier, Ingraug, der wird illoyal werden. Wie alt ist er? 63. Naja, auch schon fortgeschrittenes Alter. So, jetzt müssen wir uns aber mal konzentrieren, Sahadum. Markomannen, die hier. Wir stehen zu Ingbald. Bereite die Armeen für einen Marsch nach Markomannien vor. Sachsen erhält einen Anspruch auf alle markomannischen Provinzen von Schamavien. Das ist das, wo wir jetzt gerade den Anspruch angefangen haben zu fingieren. Sofort hat man einen Kriegsgrund gegen die Morgomannen. 20 Politikeinfluss in die gute alte Elbe geworfen. Egal, aber wir können denen jetzt den Krieg erklären. Und das wird ein richtig heftiger Krieg, Freunde der Nacht. Gegen drei andere Staaten hier noch dann zu kämpfen, das wird gruselig. Aber wir müssen eh noch warten, bis die Söldner ein bisschen Moral noch getankt haben. Wir wollten nur noch mal nachschauen, ob die hier auch genügend Nahrung produzieren. Ja, um da hier alle zu unterhalten. Tun sie. Der Reichtum von Askorik Gerhaukres. Kennen wir das Event? Sagt mir jetzt
im Moment noch nichts. Es scheint, dass Askorik, der Haugriss, in letzter Zeit viel Reichtum angehäuft hat. Da er nun damit begonnen hat, viel Silber in den Aufbau eines guten Rufs zu investieren, obwohl noch unklar ist, wo genau er diesen Reichtum her hat, sind seine Bemühungen bereits überraschend effektiv. Der hat eine hohe Loyalität uns gegenüber. Ach, der ist der General der Söldner. Oh, da müssen wir aufpassen. Mit seiner wachsenden Beliebtheit hat Askorik ebenfalls für eine höhere Position in der Regierung von Sachsen geworben und sich selbst dabei schamlos mit unserem Stammeshäuptling Gundumund Hildoganis verglichen. Wir können sagen, er wird im Laufe der Zeit schon Ruhe geben. Wir verlieren Beliebtheit, was wir ohnehin nicht haben. Er verliert 10 Loyalität. Er bekommt Beliebtheit dazu. Er wird korrupter, der Söldnergeneral, und er erhält 25 Gold von uns oder von Gundumund. Steht da nicht da. Oder wir sagen, Zeit, es mit dem Rest von uns zu teilen, Askorik. Wir bekommen 3 Tyrannei, die wir eh nicht wegbekommen. Das ist schlecht. Er verliert 15 Realität. Er verliert 5 Goldstücke. Ach so, hier geht es nur um diese 5 Goldstücke. Ach. Aha, er erhält halt diese 25 von irgendwoher. Also von uns bekommt er die nicht. Aber wir wollen jetzt nicht diese 3 Tyrannei, wir bekommen die halt nicht weg. Durch eine Charaktereigenschaft vom guten Gundumund. Deshalb nehmen wir das erste. Es wird im Laufe der Zeit schon Ruhe geben. Er wird im Laufe der Zeit schon Ruhe geben. So. Den Krieg erklären. Herr Rulien kann halt noch nicht, den müssen wir noch Militärzugang gewähren. Aber geht im Moment nie, weil wir im Frieden sind. Die Söldner sind noch nicht bei voller Kampfmoral angelangt. Religiöse Prozession. Das kennen wir, das Event. Priester werden in Ruhe gelassen. Wir verlieren etwas Zufriedenheit. 5%, aber die Obenstärke geht nach oben. Das können wir gerade gut gebrauchen. Ja, Gastrauk-Tankrit erhält 10 Loyalität, 3 Stabilität, wir haben genügend Stabilität und wir erhalten, wird die Umstärke reduziert, nö. Also, das ist halt gerade jetzt, kurz vor dem Krieg, ganz gut, 6,2%. Wir machen das, dass die Umstärke stärker wird, die Priester werden in Ruhe gelassen. Schauen uns das jetzt nochmal an. 6,95%, 7% Armeemoral dazu. Das ist perfekt, ja, für den kommenden Krieg. Die 2 Gebiete sind dann das Kriegsziel. Wir werden aber versuchen, erstmal eine Hauptschlacht irgendwo auf günstigem Gelände zu erzwingen. Ein günstiges Gelände ist Wald für uns. Wald, wo keine Festung steht, wäre perfekt. Gibt's aber nicht. Hier gäb's das. Aber da müssen wir übers Wasser. Das wäre gar nicht mal so schlecht, Leute. Ich glaube nicht, dass die dann hier ihre ganzen Truppen auf einmal dort haben. Also, hoffe ich doch mal. Wir marschieren dahin. Versuchen hier überzusetzen, sind dann im Wald und mit ein bisschen Glück haben wir, bevor die uns angreifen, das auch noch erobert. So ist dann erstmal der Plan. Dann können wir immer noch hier nach unten weiterziehen. Und zur Not müssen wir halt die Festung in Fosa belagern. Auch Wald, aber das dauert dann halt natürlich eine Weile. Also ist erstmal der Kriegsplan, dass wir irgendwo ein günstiges Schlachtfeld bekommen im Wald. Mal sehen. Auf geht's. Lass sie da mal hinmarschieren und dann wird der Krieg erklärt.
bestätigt, es gibt Krieg. Die Angeln folgen unserem Ruf. Jetzt müssen wir Herr Rullien den Militärzugang gewähren. Ich hoffe, das funktioniert das alles. Im Frieden, wir sind nicht im Frieden. Wir werden mal einen Monat vergehen lassen. Schwermut. Überwältigt von einer erdrückenden, tiefen Depression ist Gundemund in eine Abwärtsspirale versunken, aus der er, so unsere Befürchtung, nie mehr zurückkehren wird. Wir können nur beten, dass ihm das Schicksal freundlich gesinnt ist. Finesse, Charisma, Gesundheit, alles geht nach unten. Bedrückend. So, wir müssen auf jeden Fall auf Stufe 3 reduzieren. Im Frieden. Was soll denn der Mist? Das funktioniert nicht, Leute. Gehen in den Angriff über. Das ist doch ein Mist. Wir sind im Krieg. Wir sind nicht mehr im Frieden. Ist natürlich der Super-GAU, ja. Vielleicht können wir die einzeln abschlachten hier. Können wir die denn nicht noch irgendwie mit hier reinrufen? Wundersame Genesung. Hat sich erholt. Ja, sonderbar. Hat funktioniert. Schön. Es hat nicht funktioniert mit diesem beknackten Militärzugang. Das ist jetzt richtig, richtig bescheiden. Ja, wir wollen den Militärzugang gewähren. Aber da kommt auch kein Infofeld, was dann hier noch passiert. Na gut, ist es so? Konzentrieren wir uns auf den Krieg. 2 gegen 3. Die belagern hier eine Provinzhauptstadt. Sollen sie machen. Es kommt auf der Entscheidungsschlacht jetzt erstmal an. Die Angeln stürmen leider voran. Ja, haben nochmal abgebrochen. Hier wird zur ersten Auseinandersetzung kommen mit den markomannischen Truppen. Und die Angeln machen das schon sehr gut. Und jetzt sind unsere 8000 Mann da mit im Kampf. Und das sollte kein Problem dann sein. 300 von uns, 400 von uns, 400 von denen. Ja, wir sind halt wirklich sehr spät erst in den Kampf gekommen. Langobarden mischen auch schon mit. Wir werden uns mal aufteilen. Wir werden die Söldner dahin schicken. Dass sie die Hauptstadt Phosiens versuchen zu erobern. Und mit dem Rest jagen wir hier mal die Gegner. Aus unserem Gebiet wieder heraus. Generäle sind ja gleich stark. Das ist sogar nur noch ein 8er. Ich dachte, das wäre ein 9er. Könnte schon zur Schlacht kommen. Wir können die Truppen leider nicht mehr abwählen. Aber wir können die Söldner zurückholen.
Die Gegner haben eine höhere Moral als wir. 3,94. Aber wir haben nur 3,16. Bleibt mal hier stehen. Die Söldner kommen noch zur Hilfe. Es ist halt nicht im Wald, leider. Ist ganz schön konfus im Moment, der Krieg. Das wird richtig knapp hier, die Schlacht. Aber jetzt mit unseren Verbündeten, also unseren Söldnertruppen, gewinnen wir. Die Gegner haben 600 Mann mehr verloren. Ich glaube, es ist schlauer, wenn wir zusammenbleiben. Wir werden erstmal versuchen, hier eine Entscheidungsschlacht halt herbeizuführen, irgendwo. Und uns dann um die Eroberung der verschiedenen Gebiete kümmern. Das sind halt die Kriegsziele hier. Maroyen und Meliboyen. Die können wir noch abfangen, das ist super. Das werden wir uns auch nochmal dann im Detail anschauen. Ach, einer entkommt halt. Und die andere Truppe nicht. Schlacht von Tulisorgium. Nahkampf. Hatten wir ausgewählt. Müssen wir dann auch mal uns anschauen, dass wir da alle was Unterschiedliches nehmen. Wir haben nur 100 Mann verloren. Die Gegner sind komplett aufgerieben worden. So, die zweite Boryane von Germanien hat Nahkampf. Wir nehmen da umzingeln. Die Söldnertruppe hat ebenfalls Nahkampf. Wir nehmen da Täuschung. Ja, das können wir alles so lassen hier, die Formation. Und als drittes die hier. Lass mal das beim Nahkampf mit drin. Nee, Flankengröße lassen wir auch so. Das mal zurück. Zum Verbündeten kommen auch noch nach. Ich weiß, der Plan war hier oben im Wald zu kämpfen, aber es läuft halt nicht ganz so wie geplant. Das Gute ist, die haben dort, ja, die haben eine Festung hier, aber die steht auch auf Ebene. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich wollte gerade sagen, die haben keine Festung, aber doch, hier ist halt eine Festung. Ich soll das Fäusin jetzt zurückerobert. Hä? Weil die Provinzhauptstadt erobert ist? Ist das neu? Oder mit irgendeinem Waschmittel gewaschen? Gut, dann habt ihr das halt erobert. Soll uns recht sein. Oh, Skandal. Was denn für ein Skandal? Mitten im Kriegsskandal. Haltet euch doch mal zurück mit eurem Skandal. Skandale sind leider Alltag. Ja, bla bla bla. Kennen wir das Event? Wer hat denn mit wem Stress? Ingraug Marbodis wurde in Falagrandi mit seiner Liebhaberin Gunhild Tankra erwischt. Und zwar von seiner Gemahlin Hamprak Tankra. Hamprak Tankra, die Gemahlin, appelliert nun von Verzweiflung überwältigt an den Clanrat, dass Ingraug Marbodis, das ist der, der ohnehin schon total illoyal ist,
als Strafe seines schamlosen öffentlichen Lasters das Amt des Emdhoven wird. Was hat denn der von Amt? Das Weiser. Ämter. Inkraug Marbodis. Er hier. Der ist richtig mies. Hätten wir denn Ersatz? Ja, hätten wir. Und auch noch einen Marbodus. Viel besseren. Ja, der fliegt raus, hochkantig. Der ist eh illoyal uns gegenüber. Und auch noch mies. Lasst ihn einfach auspeitschen. Wir sollten öffentliche Untreue nicht tolerieren. Ja, was machen wir? Er verliert 10 Berühmtheit, momentan 55, und er verliert seine Posten in der Regierung. Aber das ist kein Problem, hier steht schon ein neuer bereit. Auch wieder einen Marbodus. Und trotzdem sind die halt noch verachtet leider, aber das ist ein richtig guter, ein 12er. So, was ist jetzt hier passiert? Nix. Weiter geht's. Wir müssen die Festung hier erobern. Ein kleiner Nachtrag. Kennen wir das Gesetz, bringt uns 6 Stabilität und 10 Politikeinfluss. Gefällt uns überhaupt nicht hier. Die Gegner haben sich ganz schön weit zurückgezogen. Wir belagern jetzt den ihre Festung. Kommt zu einem Kampf. Müssen wir uns jetzt ganz detailliert anschauen, was hier passiert. Sobald die festgemacht sind, müssen wir uns überlegen, ob wir Truppen nachziehen. Die sind jetzt festgemacht. Wir werden da Truppen hinziehen, weil das ist zu knapp. Wir werden da schnelle Truppen hinziehen, und zwar die aus Skansa. In der Hoffnung, dass das ausreicht. Könnte aber durchaus nicht ausreichen. Deshalb werden wir noch die zweite Boyana von Germanien auch noch mit hinziehen. Die belagern jetzt tatsächlich unsere Festung. So, wartet mal. Ihr wartet jetzt noch auf die anderen. Ja, ziehen sie sich wieder zurück. Von oben kommt jetzt aber eine Armee aus Phocien. Können wir zurzeit nichts dagegen tun. Wir sind jetzt hier unten beschäftigt. So knapp wird. Also wir hoffen doch mal, dass die, ja, zur Verbündeten ziehen auch noch mit rein. Können wir die erreichen? Wir erreichen die. Es kommt zur Schlacht. Wir haben halt die bedeutend schlechtere Moral. Taktik ist ausgeglichen. Die Angeln kommen noch mit rein. Die haben halt auch schwere Infanterie, die Gegner. Sogar mehr als wir. Das sieht ganz schlecht aus. Kommt ihr bald mal rein hier? Boah, wie lange dauert das? Gerade noch so, aber die Moral ist einfach zu schlecht von unseren Truppen. Katastrophe. Wir verlieren die Schlacht, Freunde der Nacht. Ja. Wir verlieren die Schlacht. Sie fliehen. Jetzt kommt es auf unsere Söldner an. Dass die hier einen guten Job machen und vielleicht die Festung erobern. Sie haben Nahrungsmittelprobleme. Aber die Festungen gehen nach unten. Werte der Festung. Gegner haben mittlerweile richtig viel zusammengezogen in Truppen. Boah, es wird halt tatsächlich dieser intensive Krieg, wie wir es befürchtet haben. Gastraub Tankrit ist verstorben mit 71. Okay, der hat einen Posten inne. Hohe Priester. Marbodis Familie. Brauchen wieder einen aus der Marbodis Familie. Hier oben hätte man den Zehner. Ist halt nicht aus der Marbodis-Familie.
Oh, wieso haben die keinen guten? Hier unten hätten sie einen Sechser. 39. Ja, komm. Dann haben wir das verachtet weg. Wir geben dem den Job. Obwohl das ein wichtiger Job ist. Macht hier oben stärker aus. Muss man halt abwägen. Zwischen Ruhe im Reich und zufriedene Untertanen und halt nicht ganz so starke Leute auf den Posten. Erholt euch von der Schlappe. So. Neue Nahrung, Provinzhauptstadt und so, ihr kennt das, wichtig. Sogar eine komplette Hauptstadt halt ist das ja. Von den Markomannen. Truppen erholen sich, wir werden die schon mal in Richtung Front schicken. Ingbald wird krank. Ist 69. Infektion bekommt er. Da kommt es zur Schlacht. Das wird sogar knapp. Die haben alle eine höhere Moral. Wie machen die das? Wahrscheinlich haben die hier die Kosten nach oben getrieben. Halt nicht hier, sondern wo ist die Wirtschaft hier oben? Was ist, wenn wir das erhöhen? Wir machen ordentlich Minus. Testens. Kommt zur Schlacht im Wald. Hier kommt es auch zur Schlacht gegen unsere Söldnertruppe. Wir sehen nicht, ob die jetzt hier noch von irgendwo Truppen nachziehen. Wir hoffen mal nein. Wie sieht's denn aus? Sieht gut aus. Verzweifelter Angriff von denen, weil wir kurz davor sind, die Hauptstadt Markomanniens zu erobern. Hier oben gibt es eine kleine Schlacht. Vielleicht erreichen wir die tatsächlich noch. Ja, die erreichen wir. Müssen wir uns auch anschauen. Also die Schlacht hier ist gewonnen, so gut wie. Jetzt schauen wir uns die Schlacht an. Unsere Moral ist halt noch nicht komplett erholt gewesen wieder. Das ist die Schlacht und die Hauptstadt Markomanniens gewonnen. Und hier diese Schlacht auch gewonnen. Also geht doch, Leute. So langsam wird's. Achso. Wir haben das noch nie erobert. Ich habe mich gerade gewundert, warum ist das nicht erobert. Wir haben halt nur die Schlacht gewonnen, aber noch nicht die Belagerung vollendet. Boah, es zieht sich alles. Kommt. Erobert das endlich. Ja, es hat tatsächlich damit zu tun. Schaut mal, ist auch neu. Wenn eine Provinzhauptstadt erobert wird, werden die angrenzenden Siedlungen in der Provinz ebenfalls erobert. Auch noch nie gewusst. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen versuchen, zeitgleich mit den Söldnern dann hier zuzuschlagen. Das erfordert ein bisschen Timing. Hier oben gab es anscheinend auch einen Kampf. Ach nein, das war glaube ich die Truppe, ne? Die hier geschlagen wurde von unseren Söldnern, genau. Belagerung ist endlich abgeschlossen. Wir konnten die Hauptstadt Markomanniens erobern. Das ist spitze. Unsere Truppe ist auch wieder komplett aufgefüllt, aber die Rekrutenreserve ist fast bei null angelangt. Die ziehen sich aber anscheinend zurück. Ja. 3,44. Wir haben aber trotzdem noch bedeutend weniger Moral. Obwohl wir das hier richtig nach oben gepusht haben. Scheibenkleister. Ah, man darf halt auch nie vergessen, Schwierigkeitsgrad und so.
Okay, jetzt ist die Frage, warum erobert hier die zwei Gebiete nicht? Das ist eine Festung, die in unserem Gebiet ist. Also in unserem Besitz, besser gesagt. Müsste normalerweise so sein, dass das jetzt erobert wird. Oder kommt das durch die Provinzhauptstadt, dass das jetzt auch negiert wird? Wahrscheinlich ja. Ist natürlich blöd, aber nützt nichts. Wald. Gunst der Stunde und so, Freunde der Nacht, ihr wisst. Im Wald bekommen wir einen ordentlichen Bonus. Das wird spannend. Das wird richtig spannend, ob wir die Armee hier abfangen können. Das wäre Gold wert. 3.500, gutes Timing hinbekommen und dann sofort zuschlagen und versuchen, die in die Zange zu nehmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es noch den Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten bis dahin, bye bye. Euer Sahadu.